Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Florian Stritzel hat sich was am Knie eingezogen, Innenband. Probleme, wird auch für zwei, drei Wochen, denke ich, ausfallen. Boubacar Berri laboriert immer noch an Rückenproblemen und bei Dennis Kempe verzögert sich das Ganze, ist für uns im Moment nicht absehbar, ist einfach so ein verzögerter Heilungsverlauf, es geht einfach da nicht so recht von der Stelle, haben neue Bilder ergeben und deswegen steht er auch nicht zur Verfügung. Ansonsten sind alle Mann fit. Sascha Traut habe ich jetzt da noch nicht erwähnt, der ist im Training, hat jetzt zwei, drei Tage ein bisschen runtergefahren, weil er aufgrund der Belastung ein bisschen Muskelkater, ein bisschen hier und da ein bisschen ziehen hatte. Steht natürlich noch nicht zur Verfügung, aber er hat ansonsten auch schon eine Woche fast komplett mit durchgezogen. Ist auf dem aufsteigenden Ast, genauso wie Gaetan Krebs das Programm die Woche mit durchgezogen hat. Ob er allerdings eine Alternative für die Bank ist oder nicht, werden wir morgen früh noch entscheiden. Weil er einfach noch so ein bisschen, noch nie so richtig jetzt voll durchgezogen hat, müssen wir schauen, ob das Sinn macht oder nicht. Ansonsten sind alle Jungs fit, alle sind gut drauf. In der Mannschaft nicht erst seit dieser Woche. Also bei uns ist das schon länger so, dass eine gute Stimmung ist. Ich habe eigentlich ganz wenige Situationen gehabt, wo wir keine gute Stimmung hatten. Natürlich ist das nochmal schön, wenn die Leute von außen die Leistung honorieren und das natürlich auch nochmal pushen. Ich glaube schon, dass das die Jungs nochmal beflügelt. Und die Stimmung ist deswegen nicht besser. Die ist sowieso gut, weil wir gute Leistungen bringen, weil wir vorne mit dabei sind. Und natürlich freuen wir uns aber, wenn die Unterstützung jetzt nochmal kommt, auch in Sandhausen nochmal mehr kommt. Und auch wenn man jetzt die Vorverkaufszahlen sieht, was jetzt die nächsten Heimspiele angeht, dann wird das natürlich geil, dann freuen wir uns total drauf. Wir haben uns das immer offen gelassen, auch bis zum Schluss Dinge zu verändern. Wir haben ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder taktische Dinge verändert, auf den Gegner reagiert, auf unsere eigene Leistung reagiert, auch frische Leute zu bringen, das tun wir nach wie vor. Von der taktischen Ausrichtung wird sich da jetzt nichts Grundlegendes ändern. Wir haben, glaube ich, einen guten Rhythmus, Gegner zu pressen, anzulaufen. Genauso können wir das eigene Spiel machen, genauso können wir kontern. Und das macht uns so gefährlich, dass wir jetzt gar nicht so sehr auf den Gegner gucken müssen. Deswegen erzähle ich da auch gar nicht viel drüber, weil wir einfach unser Ding machen können. Wir sind auf alles gefasst. Sandhausen ist schon mal angelaufen, hat genauso gut einen Gegner mal kommen lassen. Wir können alles, wir können das Spiel machen, wir können kontern. Wir ziehen unser Ding durch und deswegen ist uns der Rest ziemlich egal. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.